Hallo Leute und willkommen zurück zu Darksiders 1. Ach ja, wir sind immer noch hier im Spinnennest unterwegs. Schlagen uns oder wollen uns hier mal so ein bisschen durchschlagen. Ja, da könnt ihr schon mal sehen, so der Wirbelflugangriff da hier von dieser Karre, von dieser Waffe. Jetzt werde ich gleich Tatsache noch von diesen Spinnen fertig gemacht. Ja, jetzt darf ich aber nichts mehr anbrennen lassen. Eieieiei. Naja. Ja, noch irgendwo Spinnen. Und schon haben wir wieder 5300, ey. Ja. Ja, und hier könnt ihr schon was ganz Neues sehen. Wie in drei Teufelsnamen konnte ich bloß bei dir enden? Sagt er leider nicht zu. Jedenfalls, das ist halt ein Tor, was mit vier Wächtern abgeschlossen ist. Vier so welche Spinnen. Zwei davon sind wir ja schon begegnet. Na? Und die müssen wir halt alle besiegen. Da sagt er uns dann halt... Sollte er uns jetzt eigentlich schon was dazu sagen? Nee. Endlich mal eine Lebenstruhe nach so langer Zeit, ey. Ist schon heftig. Ich glaube, die Brücke bricht sowieso auch gleich wieder zusammen. Ja, das soll halt verdeutlichen, dass man hier diesen Enterhaken braucht, ne? Den braucht man ja wirklich. Ne? Kommt man hier durch eine Tür, ne? Direkt zu der nächsten verschlossenen Tür. Nein. Ach, scheiße, wenn ich darüber... Ja, konnte ich ja nicht mehr wissen, ey. Ich habe ganz vergessen, dass es da... dass man da runterfällt. Und ey, das soll eigentlich normalerweise der stärkste Handschuh sein, ne? Und er hat schon Probleme mit diesen kleinen Spinnen, ne?
Ach ja. Ja, habe ich ja schon mal gesagt. Das ist schon ziemlich problematisch, diesen Handschuh. Ja, und da kommt man jetzt noch so schnell nicht hin, ne? Weil da müsste man jetzt normalerweise den ganzen Weg halt wieder zurückgehen. Naja. Da oben sehen wir halt auch schon mal so einen Enterhaken. Hier nochmal so eine Lebenskiste, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. Da ist er nämlich schon. Vorher will ich mir erstmal das Teil hier holen. Die Zorn ist nicht ganz voll. Ach komm. Ich meine, da kommt nämlich jetzt auch wieder ein Kampf. Ja, jetzt kriegen wir nämlich den Enterhaken. Das zum Beispiel können wir nämlich damit auch machen. Die Abgrundkette feuert eine Kette mit Spitze ab, die sich an Feinden oder beweglichen Objekten festsetzt. Benutze den rechten Trigger, um die Kette an den anvisierten Feinden oder Objekten anzuverankern. So in etwa. Da kann man nämlich jetzt den Panzer von der komischen... von dieser komischen Spinne hier runterholen. Große und starke Gegner können mit der Abgrundkette herangezogen werden. Stattdessen zieht Krieg sich selber an ihn heran. Ja, und da könnt ihr schon mal sehen, was die aushalten. Ja. Und somit haben wir das. Erste Siegel weg. Ja, und jetzt wisst ihr auch, wieso ich hier halt das Teil, die eine Kiste da gelassen habe, ne? Ich dachte auch, hier kommt man irgendwie rauf. Wäre ja normalerweise auch kein Problem, wenn man das so sieht, ne? Aber hier soll man wirklich Tatsache nicht drauf kommen. So, jetzt haben wir endlich die Abgrundkette. Ja, kannst ja kurz nochmal hier im Waffenbildschirm zeigen. Wo ist sie denn? Da. Ne, würden uns mehr oder weniger nur noch zwei andere Ausrüstungen fehlen. Ne? Und schon hätten wir dann halt ja. An blauen Kettenpunkten kann Krieg sich schwingen, während rote Kettenpunkte es ihnen ermöglichen, sich dorthin zu ziehen. Ja. Ja. Genau. Da soll man nämlich jetzt eigentlich hoch. Ach ja, jetzt muss ich nochmal kurz hier gucken. Nee. Ach Mann. Ja, jetzt muss ich halt gucken. Wie man eigentlich da wieder raufkommt. Ja, das wollte ich halt euch auch nochmal kurz zeigen. Was einem nicht erklärt wird, dass man sich hier an so Teufelsgewächsen dran ziehen kann. Ne? Das braucht man nämlich, um an eine der Truhen dran zu kommen. Oder halt in diesem einen Bereich, da an dieses versteckte Areal da ranzukommen. Ja,
Das war, glaube ich, auch nochmal so ein komischer Rätselbereich. Musste man nämlich so ein Rätsel auf Zeit oder irgendwie sowas war das machen. Das war irgendwie ganz komisch. Und zum einen... Also, ihr seht es ja, man braucht normalerweise den Augenschlüssel, um durch die Tür da zu kommen. Nee. Und so, könnt ihr euch ja wohl vorstellen, kommt man natürlich nicht da lang. Hier war nämlich auch noch ein Geheimnis. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was da drin war. Oh, ein Teil der Abgrundrüstung. Yay! Nach langer Zeit endlich mal wieder ein Teil der Abgrundrüstung. Ja. Jetzt muss ich halt gucken, wie das war. Irgendwie sind meine Klamotten hier gerade ein bisschen blöde gelegt. Nein! Och. Ja, aber jedenfalls so eine Art soll es eigentlich gemacht werden. Weil man kommt von hier aus, kommt man da einfach nicht dran. Ja. Auch mit der Waffe kommt man da halt nicht dran. Hm, seht ihr ja. So. Nein, das war zu lange gewartet. Ja, und anstatt, dass er uns da reinschmeißt, nein, er schmeißt uns hier raus. Scheiße. Ja, seht ihr ja, damit können wir es halt leider nicht aktivieren. Was war das denn? Hallo? Ach, Mann. So, endlich. Ja, und nur so kommt man hier rein. Das ist es ja eben. Nee. Raus ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Da kommt man halt so raus, wenn man die so ein bisschen... Ja. Ja.
gut, jetzt gucke ich mir erstmal mal ein bisschen. Eigentlich genau so, wie ich es gerade gemacht habe. Vielleicht. Ja, toll, jetzt springt er gar nicht mehr. Arschloch, spring! Ja, egal, dann müssen wir es halt so machen. Aber eigentlich geht das genau so, wie ich es gemacht habe. Und dann kann man hier drüber springen. So. Jetzt kommen wir auch natürlich hier durch. Ne? Und jetzt können wir uns auch das holen, falls wir es nicht schon geholt hatten. Da hätten wir uns jetzt normalerweise noch ein bisschen ranziehen können. Ja, und er fällt natürlich runter, nur weil 0,01 Millimeter gefehlt hat. Und das wird nämlich auch nicht gesagt, dass man halt gedrückt halten muss, damit man schwingt. Nee. So, hier war ja normalerweise aber sonst, glaube ich, nichts mehr gewesen. Außer das da oben, das sieht noch so ein bisschen komisch aus. Das könnte man da rein. Aber kann man nicht. Halt mal kurz gucken. So kann der sich natürlich nicht schwingen. Ja, ihr müsst zugeben, das sieht wirklich so aus, als könnte man da hinten rein. Ja. Naja. Ja, und jetzt haben wir eigentlich mal gar keine Probleme mehr mit diesen Scheißdingern hier. Ja. Und das wird einem eigentlich auch nicht so richtig erklärt, dass man sich halt von roten Dingen zu roten Dingen schießen kann. Ne? Solange es in irgendeiner Weise in der Nähe ist. Ne? Ja, jetzt müsste ich überlegen, wo hatten wir überall so welche Teile? Naja. Na mal, Leute. Könntet ihr euch sehr wahrscheinlich wieder denken. Das soll's eigentlich auch erstmal wieder gewesen sein für heute. Und hier ist die zweite Spinne. Aber das machen wir im nächsten Part. Ja, wie gesagt, das soll's gewesen sein für heute. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.